Okay, es ist eine Weile her, aber ich bin wieder mal da. Und wir sind inzwischen in Runde 74. Hier schaue ich mir nochmal schnell an, was für Werte ich hatte, weil ich das total vergessen hatte. Aber das müsst ihr nicht unbedingt euch antun, das werde ich wahrscheinlich rausschneiden später. Und oh Gott, Mann, wie lange. Okay, jetzt schneide ich's. Und geschnitten. Jetzt sind wir wieder am Ende. Und weiter geht's, genau. Hier schaue ich mir nochmal an, was hier so los ist. Ah ja, genau. Und diese blöden Hilfspunkte kommen jedes Mal, wenn man neu startet. Was man sich jedes Mal, wenn man anfängt, abstellen muss. Hier kontrolliere ich mal meine Grenzen. Ja, wir sind ja in mehrere Kriege verwickelt hier. Und ja, überall die Situation sieht ein bisschen doof aus, mit einer meiner Planeten an den Feind gefallen und ständigen Angriffen an der Front, die jetzt da langsam einrollen. Aber so langsam bauen wir mehr und mehr Schiffe und das sollte das eigentlich hinbiegen. Wir haben ja auch noch einige Kolonieschiffe unterwegs, glaube ich. Ah ja. Hier ist natürlich witzig, genau. Da erinnere ich mich schließlich daran, wie ich einfach mit einem Klick nachsehen kann, wo meine ganzen Flotten unterwegs sind. Obwohl manchmal ist es auch gut zu sehen auf der Karte. Na, nachzusehen auf der Karte meine ich. Weil da sieht man auch tatsächlich, wie der Weg so aussieht. Hier, das nervt mich auch immer. Diese Einstellungen werden beim Speichern auch nicht mitgenommen. Die muss man auch wieder nochmal machen. Wenn man also sehen will, welche Planeten was produzieren oder so, dann muss man das alles jedes Mal neu einstellen. Entweder das oder man lässt seinen Computer 42 Stunden am Tag laufen und das ist wahrscheinlich nicht zu empfehlen. Naja. Na, Trägerkolonne da. Jetzt bauen wir mobile Infanterie hier. Und ich weiß nicht, ob ihr es inzwischen gemerkt habt. Aber damit ich stressfreier spielen kann, habe ich angefangen, meinen Kommentar für diese Master of Orion-Geschichte hinterher aufzunehmen. Das heißt, die Aufnahmen hier, die habe ich praktisch ein, zwei Tage vorher gemacht. Und dann habe ich mich hingesetzt und angefangen zu kommentieren. Also nur, falls ihr euch wundert, dass ich nicht jedes Mal alles kommentiere, was ich hier sehe. Weil jetzt, wenn ich hier hinterher drüber gehe, kann ich auch besser sehen, was weniger und besser wichtig ist. Und ach, gucken wir mal lieber weiter bei dem Spiel, statt darüber zu diskutieren, wie ich das aufgenommen habe. Ja, genau. Das ist ein Planet, wo eine meiner Kolonieschiffe drauf gelandet ist. Und zusätzliche Einwanderungsmechanismus ist an, damit ein paar zusätzliche Leute hinkommen. Haufenweise Agenten, die benutze ich jetzt ja, ne? Ausschließlich für innere Sicherheit, weil wir haben ja so viele Punkte rausgeholt aus dem Blödsinn am Anfang, wo ich unsere Spionagefähigkeiten so weit wie möglich runtergeschraubt habe, um mehr Punkte zu kriegen für anderes Zeug. So, wir forschen ja Gebäudeabschirmung, schwere Kreuzer, Mannschaftsquartiere, die besser, kleiner gebaut werden können. Und unsere Bodentruppen kriegen bald neue Gaussgewehre. Hier gehe ich nochmal alles durch. Bald haben wir auch den zweiten besseren Schutzschirm, den Gravitonenfeldschirm. Da habe ich mich so richtig ins Zeug gelegt mit verteilten Projektoren, die Gravitonen, also quasi die Teilchen, die Gravitation erzeugen und die wir in der normalen Welt bis jetzt noch gar nicht entdeckt haben. Und erzeugen quasi eine Art Gravitationsschutzschirm um einen herum. Das war, was ich, naja, was ich halt bevorzugt habe. Ich glaube, das habe ich jetzt schon oft genug gesagt. Vielleicht sollte ich mal, ah ja, hier, die zweite Flotte wartet und die hängt da jetzt fest, weil das die Grenze zu zwei anderen ist. Da brauche ich erstmal mehr Schiffe, damit ich Chrysler und Theta Lyra sichern kann. Ah ja, und die hassen mich ja alle. Hier versuche ich, eine Friedensvereinbarung zu erörtern mit dem stärkeren Feind. Aber daraus wird erstmal nichts, später wahrscheinlich. Ah ja, und was machen wir jetzt? Was wollte ich mit denen machen? Ah ja, genau. Hier wollte ich mal gemein sein und eine bedingungslose Kapitulation fordern. Ihr könnt euch wahrscheinlich aus. Und da breche ich ab. Ne?
Okay. Ja, na, was soll's. Vielleicht habe ich gedacht, das wäre eine schlechte Idee. Ja, wäre wahrscheinlich besser, wenn ich demnächst den Kommentar direkt danach mache. Und hier haben wir wieder Kämpfe. Hier treffen wir tatsächlich wieder mal auf die Menschen. Hier, genau, Kampf leiten, Position halten. Nichts passiert. Ich glaube, das ist auch nur dieses eine System da. Und jetzt hier benutze ich mal meine Trägerabteilung, die nicht viel Schaden anrichtet, aber ist ja auch egal. Und greife da die feindliche Einheit an. Also wird wahrscheinlich nichts von viel von übrig bleiben, weil da kommt die Raketensalve von meinem Planeten und haut schon eins der Schiffe weg. Der Rest der Taskforce, naja, hat eine ziemlich hässliche Begegnung mit meinen Jägern. Und verliert ein Schiff nach dem anderen. Jetzt versuchen. Ah, zwei, jetzt sind sie zerstört. Konnten nicht mal versuchen zu fliehen. Ja, Sieg. Das war beeindruckend. Schauen wir mal. Bis jetzt scheint der Krieg gut zu laufen. Und Augenblick. Ja, genau. Und hier bin ich wieder im Forschungsbildschirm. Die Gebäudeabschirmung. Das verringert quasi Schäden durch Bombardement. Im Prinzip sind dann überall kleine Schutzschilde oder so. Ja, hier gehen meine Kämpfe. Eins meiner Kolonieschiffe ist da. Sind wieder mal zahlreiche Sachen gebaut worden. Allmählich baut hier die Heimatwelt die Sachen so schnell, dass ich nur noch größere Schiffe in mehr als einer Runde fertig kriege. In weniger als einer Runde, meine ich. Und hier baue ich jetzt auch mal ein paar Transportschiffe. Weil, wenn der Krieg so weitergeht, werden wir bald jede Menge Armeen und Transporter brauchen. Ah ja, haufenweise Zeug wird gebaut. Ein feindlicher Spion wurde erwischt. Aber dafür hat es auch eins unserer Forschungsprojekte erwischt. So, ein paar neue Sachen sind aufgetaucht, aber das wird später noch alles relevant werden. Eine neue Kolonie, um die kümmere ich mich hier mal gerne. Das sieht jetzt so komisch aus, wo ich extra diesen riesen Plan gemacht habe, was die KI machen soll. Aber hey, solange ich mich daran erinnere, kann ich es machen. Irgendwann kommen wir dann zu einem Punkt, wo ich an Kolonien im dreistelligen Bereich habe und dann vergesse ich wahrscheinlich jeden zweiten. Weil irgendwann sind dann so viele Kolonisten-Raumschiffe unterwegs, die dann auch noch automatisch irgendwo gebaut werden, dass man dann keine Ahnung mehr hat oder einfach nicht mehr die Zeit, 50 neue Kolonien pro Runde durchzugehen. Und dann, ja, dann wird das dann auch richtig wichtig werden. Aber so, hey, solange ich planen kann, werde ich das natürlich auch noch machen. So, hier gebe ich den Darlok noch ein bisschen was zu tun. In den Regionen, wo die Mäkler wohnen, ist ohnehin alles in Ordnung. Daloks sind praktisch, weil sie nicht sowas gegen hohe Schwerkraft haben, wie meine ein bisschen zerbrechlichen Roboterleute. Na, und hier tue ich in aller Ruhe alles vollstopfen. Mit Zeug. Ah ja, und hier das wird man dafür sorgen, dass neues Zeug auch irgendwo gebaut wird. Puh, gut. Okay. Das war erledigt. Ah ja. Hier gehen wir nochmal dahin. Weil hier brauchen wir keine Einwanderung mehr. Da ist genügend Bevölkerung hier. Und dann gehe ich hier nochmal die Planeten durch, um zu gucken, ob ich noch irgendwelche Leute, Koloplaneten übrig habe, leere Planeten übrig habe, wo die noch Kolonien gebrauchen könnten. Aber nein. Und hier bin ich jetzt bald bei dem Punkt, wo ich mir die Planeten in Länge Grenze nochmal angucke. Und praktisch alles mögliche komisches Zeug hier. Hier sehen wir nochmal dieses System. Und heilige Scheiße, wie lange will ich mir das jetzt nochmal angucken? Ich guck mal vorwärts. So, jetzt sind wir an dem Punkt, wo tatsächlich mal was Neues passiert. Und das war auch dringend notwendig. Was zum Geier ist da wieder los? Nun ja. Hier schaue ich mir. Wie lange geht das eigentlich noch? So, und weiter geht's. Das hoffe ich zumindest hier. Ich schätze, die Aufnahme muss ich doch noch ein bisschen schneiden. So. Nächste Runde, weiter geht's. Oh, wir haben endlich mal eine Diplomatiemeldung gekriegt. Na, genau, was sagten die? Naja, die Friedensvereinbarung wird abgelehnt. Hey.
Andererseits, der Krieg läuft ja inzwischen nicht gut an allen Seiten, für alle drei Parteien. Die meine Feinde verlieren ständig Schiffe, aber da schicken sie zwei Verbände. Ja, das ist typisch. Genau dann, wenn er in Ordnungsreichweite kommt, ist mein Flottenverband bereits unterwegs. Und der Verband ist noch zu weit entfernt. Und jetzt sieht man, wie ich hier so rum überlege, wie ich da möglichst schnell Schiffe hinkriegen kann. Und während ich überlege, gucke ich mir auch gleichzeitig noch irgendwelches anderes Zeug an. Ach ja. Ah. Irgendwie süß. Genau, hier fällt mir dann endlich ein, wie ich das Problem lösen kann mit den Angreifern in zwei Runden. Aber dann gehe ich wieder raus. Anscheinend ist mir doch erst später eingefallen und ich. Genau, ich war hier, genau. Hier war ich mir am angucken, wie weit es mit den Mobilisierungszentren ist, die einem ja erlauben, Schiffe sofort überall zu formieren. Und hier bin ich auf die Idee gekommen, dass ich ja eigentlich hier rumspielen könnte, um zu sehen. Yep, genau, zwei Runden. Was natürlich heißt, dass genau in dem Moment, wo der Feind ankommt, steht da ein Mobilisierungszentrum. Moment, war das jetzt zwei oder drei Runden? Ah, Mann, warum bin ich so doof und guck nicht nochmal nach? Auf jeden Fall Runde zu Ende, neue Runde. Und diesmal wird hier sogar gekämpft. Meine Scout Task Force, die ich, wie ich jetzt feststelle, rundenlang da habe rumstehen lassen, gezwungen, sich zurückzuziehen. Und dann muss ich hier einfach mal 10, 20 Sekunden oder so warten und dann Hyperraumsprung. Problem gelöst. Ja, Niederlage. Aber zumindest hat das Schiff überlebt. Und Zeta Gruis wird erneut angegriffen. Ein neues kleines Geschwader mit vier Schiffchen. Und mein Träger muss wieder mal los. Trägern. Ah ja, genau, wann kommt er? Manchmal passiert das, dass die Flottenverbände irgendwo ganz weit entfernt auf der Karte auftauchen. Und da Sachen wie ECM und so eine Rolle spielen, elektronische Kampfführung, sieht man dem Gegner manchmal erst spät oder zu spät. In manchen Fällen hier zum Beispiel finden die Jäger und die Raketen jetzt das Geschwaderchen nicht, weil es wieder aus der Ordnungsreichweite gefallen ist. Das bedeutet, dass die Schiffe wahrscheinlich recht modern sind, die da angerollt kommen. Aber da sind sie wieder und ich kann wieder den Angriff befehlen. Das ist eine KSK-Schwadron. 116 ist nicht so schlecht. Aber vielleicht noch zu schaffen. Jep, sind zu alt. Und die Raketensalve hat 3 auf einen Streich erledigt. Und da blinkt das Schiff schon. Oh, sie wollen in den Hyperraum. Nein, aber meine Jäger sind schneller und blasen den kleinen leichten Kreuzer oder was das war in die Luft. Und das war's. Problem gelöst. Problem erkannt. Genau, Gefahr erkannt, Gefahr gebannt oder wie das heißt. So, und wir sind erst 3 Runden weiter. Oh, weia. Oh, Infanterie und die Transportschiffe sind alle fertig und 5 kleine leichte Träger sind wieder reingeschmissen worden in die Pipeline. Aber es wird auch Zeit, mehr wieder ein bisschen zu kolonisieren, statt nur Krieg zu führen. Ansonsten werden die Feinde nämlich immer stärker und wir werden relativ gesehen immer schwächer. Und das ist natürlich eine schlechte Sache. Allmählich können wir auch an anderen Stellen was bauen, obwohl hier ist eigentlich nicht viel los. Es war eine Bergbaukolonie. Aber genau, hier ist auch nicht viel los mit Sachen Industrie, aber dafür kann ich ja zumindest Truppen und ein bisschen Systemverteidigung bauen. Oder was auch immer. Ah ja, genau, Transport. Das hatte. Das war's. Ah ja. Und dann gehe ich hier wieder wild überall her. Anscheinend ist wieder ein feindlicher Spion gefangen worden. Und dann schaue ich hier nochmal an, wie es hier los ist. Genau, in einer Runde ist es mir möglich, gleich vor Ort Schiffe zu holen. Dann muss ich höchstens eine Runde Bombardierung ausfallen. Ja, alles nochmal. Ah, meine Reserve wächst langsam wieder. Schade nur, dass ich all die Schiffe bald auch gleich brauche. Hier erinnere ich mich schließlich. Ah ja, neue Schiffe, aber das sind Transportschiffe. Das ist wieder mal so ein KI-Witz hier, dass die manchmal nur Transportschiffe schicken.
Oder was noch witziger ist, sie schicken irgendeine Kampfeinheit und wenn die zerstört wird, dann macht das der KI nichts. Die hat in der Zwischenzeit schon haufenweise Bodentruppen losgeschickt, die dann natürlich alle abgeschlachtet werden, wenn sie nicht fliehen können. Nicht, dass das per unglaublich dumm ist von der KI oder so. Ich meine, wenn ich sowas machen würde und zu schwache Angriffseinheiten schicke. Ah, da haben wir anscheinend einen neuen gefunden. Also, wenn ich zu schwache Angriffseinheiten schicke und die werden verhackstückt, dann würden meine nachfolgenden Transporter wahrscheinlich auch in Probleme geraten. Aber trotzdem. Zeta Gruis hält immer noch stand und jetzt haben wir natürlich ein Problem, weil da unten haben wir jetzt eine dritte Front und nichts, um sie zu halten. Das könnte ein Problem sein, wenn die irgendwann entschließen, auch mal uns anzugreifen. Die dritte königliche Flotte ist auf dem Weg nach Cephei. Die da werden eine ziemliche Überraschung erleben, wenn sie da ankommen. Ah ja, und hier überlege ich gerade, was ich mit diesen zwei inzwischen jetzt schon uralten Schiffen andere tun soll. Also tue ich ein anderes kleines Dings darüber schmeißen. Und hier denke ich mal auch dran zu speichern. Und gehe nochmal zurück hier. Ah je. Jetzt fällt mir erst auf, wie viel Zeit ich immer brauche, während ich spiele, um mir zu überlegen, was ich als nächstes tue. Und während ich gleichzeitig überall rumgehe und einfach mal Informationen nachgucke, so wie. Einfach mal so. Hier sehen wir dann mal, wie es gerade steht hier. Wir haben gerade 17 Planeten und 18, Stufe 18. Die anderen haben ungefähr genauso viel und wie es scheint, eine höhere Tech-Stufe. Andererseits, wir haben unsere Tech-Stufen ja so komisch aufgebaut, dass bei denen, dass wir praktisch in Sachen wie Physik und so gleich auf sind mit allen unseren Gegnern. Es ist also alles nicht so schlimm, wie es aussieht. Hier Kämpfe um Zeta Gruis erneut. Eine kleinere Einheit aus drei leichten Schiffen, Fregatten, so wie es aussieht. Aber die sind ein bisschen moderner. Und können durchaus was verkraften. Und diesmal scheint es nicht so leicht zu sein. Oh ja, aber da fliegen die Schiffe schon auseinander. Ah ja, genau, das waren wahrscheinlich die Transporteinheiten, die wir ge eben gesehen haben. Und die fliehen rechtzeitig. Etwas, was in Vanilla nicht so oft passiert. Da lässt sich der Feind meistens einfach abschlachten. Und nach diesem ziemlich einfachen Sieg habe ich eine ganz andere Liste von Kämpfen hier. Wie zum Beispiel die Transporter im Meloni-System. Und hier haben wir eine Langstreckenkampfflotte, keine Träger. Darum kann das eine Weile dauern. Andererseits, hey, vielleicht haben wir Glück und die Schiffchen sind uralt. Das einzig Gute ist, weil das so viele Schiffchen sind, fliehen sie nicht. Das Problem ist natürlich, das könnte auch ein Zeichen dafür sein, dass sie relativ modern sind, weil die KI, die geht nicht nach solchen Sachen wie Taktik oder Strategie, die geht stur danach, wie viele Schiffe da sind und wie hoch die Technologie ist in den Schiffen. Mit anderen Worten, manchmal machen sie sowas Dummes wie hier, wo ein Haufen fast wehrloser Transportschiffe da rumsitzen und einen Schuss nach dem anderen kassieren, weil nach Sicht der KI, sie hat mehr Schiffe. Und die Schiffe sind nicht zu stark veraltet. Also kann ich gewinnen. Die Tatsache, dass das schwer bewaffnete Kampfschiffe gegen leicht bewaffnete Transporter sind, ist natürlich was anderes. Und die Transporter haben auch noch eine Armee, die verloren geht, wenn die Schiffe in die Luft fliegen. Aber leider ist die KI nicht in der Lage, auf so einer strategischen Ebene zu denken. Also gucken können wir uns jetzt hier an, wie meine Einheit immer weiter auf diese andere Einheit einschlägt und dabei minimalen Schaden kassiert. Natürlich dauert das eine Weile, also gucken wir mal, wie lange der Kampf hier noch dauern wird. Immer noch? Ach, komm schon. Ihr nehmt doch Schaden. Könnt ihr nicht ein bisschen schneller drauf gehen? Ja, wenigstens geht's schneller, sobald eins der Schiffe so viel Schaden kassiert hat, dass es explodiert. Zurzeit ist es ja noch so, dass das Feuer von meinen vier Schiffen sich über diese acht Schiffe verteilt, sodass keiner von denen wirklich viel Schaden kassiert.
Aber früher oder später wird eins der am schwersten beschädigten Schiffe explodieren. Dann wird das Feuer nur noch auf 7, dann 6 und so weiter. Am Ende geht es immer meistens wahnsinnig schnell, weil da nur noch ein Schiff da ist, das unter Trommelfeuer gelegt wird. Aber heilige Scheiße. Oh, da ist endlich eins explodiert. Oh, danke, es hat ja auch nur 4 Minuten gedauert. Ja, das ist der Nachteil, wenn man einen Kampf selbst übernimmt. Da muss man ja auch so lange aussitzen lassen. Obwohl ich später auch mal gemerkt habe, dass in bestimmten Situationen selbst die Berechnung des Kampfes ziemlich lang dauert, aus irgendeinem Grund. So, als würde im Hintergrund sich die KI auch dieses Video hier ansehen und wir müssten so lange warten. Na, das manchmal genauso langweilig ist, wie bloß rumzu. Ach komm schon, Mann, ja. Jetzt fliegt endlich in die Luft hier. Dann sieht man die Schussschilde. Da, genau. Hier und da blitzt es noch. Und endlich, ja. Hier, jetzt sieht man es endlich. Wir haben genügend Schaden angerichtet, dass mehrere Schiffe gleichzeitig in die Luft gegangen sind. Aber wir haben immer noch 5 übrig. Denn auch wenn man hier schön die Effekte sieht von den Schutzschirmen, anscheinend vorher haben kaum noch Schiffe tatsächlich funktionierende Schutzschirme. Darum sehen wir nur ab und zu diese blaue Zahl. Blau bedeutet mit einem Minus davor bedeutet, dass die Schutzschilde Schaden kassieren, während gelb für Panzerung und rot für Struktur ist. Und hier sieht man jetzt die größeren Zahlen rot. Da ist Panzerung und ja, genau, da geht bald ein weiteres Fregattchen drauf. Auf jeden Fall rot und so weiter. Ja, da fliegt wieder was in die Luft und wieder. Jetzt sind nur noch 2 übrig. Und mein Gott, die müssen relativ modern sein, wenn man bedenkt, dass die immer noch nicht fliegen. Ah, jetzt haben sie angefangen zu blinken, das bedeutet, sie fliehen, aber es ist zu spät und in der letzten Salve explodieren sie. Wow, 5,5 Minuten. Die Sache ist die, hätte das länger als 10 Minuten gedauert, wäre das ein Patt gewesen und der Kampf wäre in der nächsten Runde weitergegangen. Ja, hoffentlich nicht, weil bei einem Patt werden beide Seiten auch noch repariert, kriegen wieder voll Raketen aufmunitioniert und alles. Das kann ziemlich dumm sein. Aber den Planeten, ja, das ist ein Problem, der hat Raketenbasen und alles. Und so wie die Technik derzeit aussieht, die Technologie, ist das ziemlich schwierig und man braucht eine ziemlich hohe Übermacht oder jede Menge Träger. Träger sind immer gut. Außer der Planet auch hat so eine Basis. Ja, hier habe ich mal auf Sieg gemacht, weil ich mir das nicht angucken wollte, aber der Planet alleine war schon stark genug und hat sie anscheinend mit Raketen oder sowas fertig gemacht. Und hier bin ich wieder mal standardmäßig dabei, mir ein paar Planeten anzugucken. Ja, genau. Hier kann ich jetzt diese wahnsinnige Übersteuerung zurücknehmen. Auch was Vernünftigeres. Und die Wirtschaftsentwicklung wieder ein bisschen anheizen, da der Planet auch relativ, die Kolonie noch relativ jung ist. Aber man sieht schon da oben, 5-mal Industrie. Das wird später ein Powerhouse. Was wahrscheinlich auch ganz gut ist, weil das System ja direkt an der Front liegt. Und in unser New Orion Empire, genau, ein Systemregierungssitz, wäre gar vielleicht ganz nützlich, wenn man bedenkt, wie viele Planeten da sind. Das hilft alles. Das Mobilisierungszentrum ist jetzt auch da und wir können jetzt direkt von hier aus Schiffe zusammensuchen und einschalten. Und da ist auch schon wieder eine neue Kolonie irgendwo. Und wir haben einen Menschenspion erledigt. Gut, ja, jetzt haben wir auch noch Pilzleute, die hier wohnen und die fühlen sich hier richtig wohl. Genau, darum kriegen sie ein Erholungsgebiet hier. Gut für alle. Nicht so wie die Erholungsgebiete von uns, die von miesepetrigen Mecklerrobotern geleitet werden. Und Militärzone kommt da mal hin. Genau, Forschung. Forschung ist immer wichtig. Selbst wenn man der beste Forscher überhaupt ist, ein Volk mit schwächerer Dings da, mit schwächerer Forschfähigkeit kann nämlich eine Menge ausgleichen, einfach nur, indem es ein paar Planeten voll clustert mit Forschungszonen. Also wir müssen selbst wir daran denken, auf fast jedem Planeten Forschungszonen einzurichten, um so richtig mit dabei zu sein. Ansonsten haben wir bald irgendwann eine üble Überraschung in 50 Runden oder so, wenn wir zu weit zurückgefallen sind. Und das wäre schlecht. Fusionstriebwerke sind gut. Ah ja. Die Sachen sind immer noch nicht fertig. Aber in ungefähr 5 bis 6 Runden können wir eigentlich komplett anfangen, unsere Flotte zu modernisieren. Mit größeren Schiffen, besseren Schiffen und so. Aber das Wichtigste, was wir machen müssen, ist, sobald die Gravitonenschirme da sind, allen unseren Designs bessere Schutzschirme verpassen, weil das kann sonst ziemlich ins Auge gehen.
bessere Schutzschilde gegen schwächere Schutzschilde, das ist immer schlecht. Ihr habt ja gesehen, manchmal können Kämpfe mit diesen im Gegensatz zu Vanilla verbesserten Schilden ziemlich lange dauern. Und wenn eine Seite schwächere Schilde hat, dann wird die einfach platt gekloppt, selbst wenn beide Waffen die gleichen Waffen verwenden. Und vor allem unsere Träger sind dann viel verdammt anfällig gegen andere Träger oder Raketen. Oder auch nur, um lange genug durchzuhalten, um diesen tollen Trick zu ziehen, wo sie einfach neue Jäger aus dem Hut zaubern. Zurzeit sind unsere leichten Träger leider zu verwundbar. Im direkten Kampf mit Nichtträgern würden sie wahrscheinlich kaputtgeschossen werden, wenn sie nicht genügend Erstschlagkapazität haben. Später dagegen werden unsere Träger so groß und unempfindlich sein, dass sie in einen längeren Kampf wahrscheinlich zwei, drei oder sogar viermal neue Jäger schicken können, um selbst einen guten Feind tot zu prügeln. Hier jedenfalls wird erstmal eine neue Trägerschwadron eingerichtet von mir. Ja, Second Imperial Carrier Group. Ah, das klingt so, oh, weia, naja. Mit diesen Zeug, solange man sich merken kann, für was die Kürzel und so stehen, hat man wenigstens keine Probleme, das wiederzuerkennen. Was ich nett finde von Master of Orion 3 ist, dass es wenigstens diese taktischen Symbole gibt, mit denen man, so wenn man das Spiel schon einige Zeit spielt, dann auf einen Blick erkennen kann, was eine Einheit ist und wie man sie einsetzen kann. Wenn man also dieses Kreuz sieht, dann weiß man, aha, das ist ein Träger. Damit kann ich bestimmte Sachen fertig machen, aber die sind auch verwundbar gegen andere Sachen. Und das sind Transportschiffe, also sollte ich die besser nicht in den Kampf schicken und so weiter und so fort. Jetzt haben wir schon haufenweise von unseren Metashiftern, das sind die Daloks, als Kampfeinheiten, nicht bloß unsere Roboter. Das Gute ist, Metashifter, also Daloks, können gut auf diesen Hochschwerkraftwelten kämpfen, während unsere Leute damit Probleme haben. Und ich meine, da darf er nicht vergessen, einer unserer Feinde, das sind die Mekla. Und Mekla sind verdammt gute Bodenkämpfer. Was bedeutet, wenn ich den Planeten wegnehmen will, wird das wahrscheinlich ein elendes Gemetzel, das elend lang dauert. Während dagegen, während ich mit den Menschen, das wird wahrscheinlich viel simpler werden. Und hier gebe ich auch wieder mal so einen tollen Namen. Transportgruppe, jep. Ah ja, militärische Transportgruppe. Sind wir schon bei den drei Buchstaben Akronym. Genau, dann schicke ich meine erste Armee, um C-Frei zurückzuholen. Und unsere Kampfeinheiten sind auch bald da. Meloni wird noch gekämpft. Um Zeta Gruis, da kommt schon wieder eine neue Flotte anmarschiert. Unten da ist anscheinend alles ruhig. Ja. Und hier sind haufenweise Kolonistenraumschiffe unterwegs und bald werden hier auch die ersten Mobilisierungszentren aufpassen. Aber was wirklich wichtig ist, da ist keine neue Grenze, keine Starline irgendwo. Also haben wir jetzt diese 1, 2, 3, 4 Grenzen, die wir bewachen müssen, aber nicht mehr. Und bald sind es drei Grenzen, wenn ich Cephei und Irase, das Irra-System erobert habe. Aber hier machen wir erstmal ein einzelnes Schifffährtchen. Fertig. Pferdchen. Ha. Und bombardieren ist es. Und bombardieren ist nochmal. Und da ist es erledigt. Nur Sekunden, bevor es in den Hyperraum gegangen wäre. Ah ja, ein simpler, kurzer Kampf. Und weiter geht's mit Miloni wieder. Ah ja, jetzt haben wir gleich drei Schiffchen hier. Alles kleine Transporter. Und wie man sieht, blinken die alle wie wild. Das ist auch noch etwas, was ich im Laufe der Zeit rausgefunden habe. Die KI beurteilt Sachen wie Rückzug und so hauptsächlich an die Größen der Taskforce-Einheiten. Das heißt, manchmal hat man die wirklich witzige Zone, wo ein Haufen uralter Schiffe sofort den Rückzug antritt, obwohl sie massiv überlegen sind. Einfach nur, weil sie alte Technik verwenden, A, und B, weil sie aufgeteilt sind in verschiedene Taskforce, die alle winzig klein sind. Das ist tatsächlich etwas, was sogar Sinn macht, weil wenn man, sagen wir mal, vier Schiffe in eine Taskforce hat, gegen vier Schiffe in vier Taskforces, ja, dann konzentrieren die einen vier Schiffe natürlich ihr Feuer auf einen nach dem anderen und blasen die alle aus dem Weltraum. Während, wie man gesehen hat, wenn die Schiffe in einer Taskforce sind, dann wird das Feuer verteilt und die halten viel länger durch. Ah, und wir haben ein neues Imperium gefunden. Zeit zum Speichern also. Die Hisur. Okay, und in der nächsten Episode gucken wir uns dann mal an, was es mit diesen komischen neuen Hisur.